TELC, Deutschtest für Zuwanderer. Hören Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Verehrte Fahrgäste, wegen Bauarbeiten an den Gleisen haben alle S-Bahnen Richtung Hauptbahnhof heute 15 bis 20 Minuten Verspätung. Und noch ein wichtiger Hinweis: Die Linie S4 zum Hauptbahnhof fährt heute von Gleis 7 ab und nicht von Gleis 5. Wir bitten um Ihr Verständnis. Nummer 1. Guten Tag, Frau Schmidt. Hier ist das Sekretariat der Schillerschule. Leider müssen wir den Elternsprechtag am nächsten Samstag verschieben, weil der Klassenlehrer Herr Burger krank geworden ist. Wir werden Ihnen einen neuen Termin für den Elternsprechtag schriftlich mitteilen. Nummer 2. Hallo Svetlana, hier Eva. Wir wollen doch heute Abend ins Kino. Ich habe dort angerufen und 2 Karten reserviert. Der Film fängt um 20.30 Uhr an. Wir müssen aber schon eine halbe Stunde vorher da sein, um die Karten an der Kasse abzuholen. Kannst du das machen? Ich muss nämlich bis 20 Uhr arbeiten und kann erst kurz vor 8:30 zum Kino kommen. Danke! Nummer 3. Guten Tag, hier ist der automatische Anrufbeantworter des Bürgeramts Hannover. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Diese sind montags bis freitags 8 bis 14 Uhr und dienstags und donnerstags 8 bis 18 Uhr. Außerdem haben wir auch an Samstagen von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Für weitere Informationen können Sie unsere Telefonhotline anrufen. 0511 168 44722. Vielen Dank. Nummer 4. Guten Tag. Hier ist die orthopädische Praxis Dr. Metz. Wir sind im Urlaub. Unsere Praxis ist bis zum 1. März geschlossen. In dringenden Fällen können Sie sich mit unserer Vertretung in Verbindung setzen. Frau Dr. Lohfert, Kaiserstraße 20, Telefon 069 23 44 89. Die Vertretung für Akupunkturbehandlungen übernimmt in dieser Zeit Frau Bergmann. Ebenfalls Kaiserstraße 20, Telefon 069 23 56 39. Ab 3. März sind wir wieder für Sie da. Ende von Teil 1.
Hören, Teil 2. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. HR3 Verkehrsservice. A3 Frankfurt-Köln. Zwischen Limburg-Nord und Dietz 3 Kilometer Stau wegen einer Baustelle. Vorsicht auf der A5 Heidelberg-Darmstadt. Nach einem Unfall mit einem LKW liegen zwischen Heppenheim und Bensheim Baumaterialien auf der Fahrbahn. A45 Gießen-Dortmund. Zwischen Freudenberg und Kreuz Olpe Süd fahren Radfahrer auf der Fahrbahn. Fahren Sie bitte vorsichtig. Nummer 6. Und jetzt das Wetter in Hessen. Am Freitag ist es noch nass und kalt mit Höchsttemperaturen um 8 Grad und kräftigen Winden. Aber am Wochenende lässt sich häufig die Sonne sehen bei steigenden Temperaturen. Nächste Woche erwarten wir dann wieder starke Regenfälle mit Wind. Nummer 7. Liebe Hörer, in unserer Sendereihe Recht und Finanzen gibt Ihnen jetzt unser Experte vom Finanztest wichtige Informationen zum Thema Autoversicherung. Wie lange können Sie Ihre Autoversicherung frei wechseln? Bis wann können Sie Ihre alte Versicherung kündigen? Danach die Neuigkeiten aus der Welt des Rechts. Bleiben Sie dran! Nummer 8. Bitte achten Sie auf die folgende Programmänderung. Wegen einer Sondersendung zu den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen um 20.15 Uhr fällt heute Abend der Krimi Polizeiruf 110 aus. Wir werden den Krimi zu einem späteren Zeitpunkt senden. Den neuen Sendetermin finden Sie ab morgen in unserem Videotext. Nummer 9. Und hier eine Meldung der Polizei. In einer Lagerhalle in Griesheim ist ein Brand ausgebrochen. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle. Wegen der Rauchentwicklung werden die Bewohner des Stadtteils Griesheim aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und in ihren Wohnungen zu bleiben. Bitte gehen Sie nicht zum Unfallort und behindern Sie nicht die Löscharbeiten. Ende von Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig
oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Hallo Julia, erzähl mal, wie war denn das Hoffest? Also am Anfang super. Viele Leute aus dem Haus waren da. Wir haben viel geredet, gegessen, getrunken und das Wetter war gut. Den ganzen Tag trocken, kein Regen. Und dann, weil du gesagt hast, am Anfang? Naja, gegen Abend ist dann Herr Beck, der Mieter vom dritten Stock, gekommen und hat gesagt, dass wir zu laut wären. Wir müssten die Musik leiser machen. Er wollte seine Ruhe haben. Habt ihr denn nicht gesagt, dass er mitfeiern soll? Doch, natürlich. Aber er hatte keine Lust. Naja, es gibt immer komische Leute. Aber sonst war es schön. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt. Schade, dass ich nicht kommen konnte. Warum musst du auch immer am Wochenende arbeiten? Nummer 10 und 11. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte mein Fahrrad reparieren lassen. Ich weiß aber nicht, ob es sich noch lohnt. Es ist ziemlich alt. Mal sehen. Ja, das stimmt. Wichtig wären mir Vorderlicht und Bremse. Das muss funktionieren. Okay, das können wir machen. Morgen Abend können Sie Ihr Rad abholen. Und das ist ja unser Service. Sie können sich hier ein anderes Rad aussuchen, das Sie in der Zwischenzeit, also bis morgen Abend, benutzen können. Das kostet Sie nichts. Super! Ganz toll! Sagen Sie, verkaufen Sie eigentlich auch neue Räder und nehmen Sie alte Räder in Zahlung? Nein, tut mir leid. Das machen wir nicht mehr. Das lohnt sich für uns nicht. Aber gehen Sie doch mal zum Fahrradservice in der Gartenstraße. Ich glaube, die haben interessante Angebote. Nummer 12 und 13. Hallo, Herr Wagner. Hallo, Frau Scholz. Ich habe eine große Bitte. Wir fahren nächste Woche in den Urlaub. Könnten Sie dann nach unserer Post gucken und bei uns die Blumen gießen? Kein Problem. Ich finde, Nachbarn sollten sich immer helfen. Wie lange sind Sie weg? Bis Sonntagabend. Also, am Wochenende bin ich auch nicht da. Aber die Blumen muss man ja nicht täglich gießen, oder? Nein, nein. So heiß ist es nicht. Vielleicht zweimal die Woche. Und mit der Post? Erwarten Sie etwas Wichtiges? Dann kann ich Sie im Urlaub anrufen, wenn Sie mir eine Telefonnummer geben. Ach, was soll schon kommen? Meistens sind das ja sowieso nur Rechnungen. Das kann warten. Wichtig ist nur, dass der Briefkasten nicht zu voll wird. Nummer 14 und 15. Guten Tag. Ich komme gerade von meinem Arzt und habe hier ein Rezept. Guten Tag. Einen Moment bitte. Das Medikament haben wir im Augenblick nicht hier. Wir müssen es bestellen. Heute um 14 Uhr ist es da. Gut, dann komme ich später noch einmal vorbei. Wie viel muss ich zahlen? Einen Moment. Das Medikament ist gebührenfrei. Ist ja toll. Ich dachte, man muss immer eine Rezeptgebühr bezahlen. Im Prinzip stimmt das, aber es gibt auch ein paar Arzneimittel, die gebührenfrei sind. Haben Sie noch einen Wunsch? Ja, ich brauche noch eine Zahnbürste. Schauen Sie da hinten. Wir haben eine große Auswahl. Nummer
Nummer 16 und 17. Hallo, Herr Braun. Kommen Sie heute Abend auch auf die Betriebsversammlung? Nein, leider kann ich nicht. Schade. Es wird sicher interessant. Diskutiert wird unter anderem die Urlaubsplanung, die Pausenregelung und wie es mit Fahrgeld aussieht. Ach ja, das Jobticket. Das ist natürlich sehr wichtig. Überlegen Sie es sich doch noch einmal. Mal sehen. Ich habe heute Abend eigentlich einen Termin mit dem Nachhilfelehrer von Tobias, aber vielleicht kann ich den auch verschieben. Das wäre gut. Es wäre schon wichtig, wenn so viele Kollegen wie möglich anwesend sein könnten. Ende von Teil 3. Hören Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Wir sind hier auf dem Kinderspielplatz im Güntersburgpark und wollen mit einigen Eltern über Kindererziehung und Fernsehen sprechen. Wie sehen Sie den Einfluss des Fernsehens auf die Kinder? Ist Fernsehen gut oder schlecht? Wie soll man damit umgehen? Beispiel: Ich finde, man muss auf jeden Fall mit den Kindern klar vereinbaren, was sie sehen und wie viele Stunden sie täglich vor dem Fernseher sitzen dürfen. Man weiß doch, dass Kinder sich heute viel zu wenig bewegen, weil sie zu viel vor dem Fernseher oder dem Computer sitzen. In der Schule sind sie dann oft müde und kommen nicht mehr mit. Nummer 18. Naja, bei uns war das Problem, dass wir, also die Eltern, es gewohnt waren, morgens zum Frühstück den Fernseher einzuschalten, beim Essen fernzusehen und so weiter. Wir haben uns eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht. Als Thorsten kam, wollten wir den Fernseher erst verkaufen. Dann haben wir ihn aber doch behalten und nur noch ganz wenig ferngesehen. Meistens nur, wenn er schlief. Man sollte mit gutem Beispiel vorangehen. Thorsten ist jetzt 4 Jahre alt. Bis jetzt interessiert ihn Fernsehen nicht besonders. Nummer 19. Ich finde, in den ersten Jahren sollte ein Kind überhaupt nicht Fernsehen und ab 3 Jahren, wenn es sich wirklich nicht vermeiden lässt, höchstens 20 Minuten pro Tag.
Später, wenn das Kind in die Schule geht, vielleicht eine Stunde. Und wenn sie größer sind, ist es natürlich wieder anders. Wichtig finde ich, die Fernbedienung wegzulegen. Nummer 20. Früher gab es bei uns oft Streit, weil unsere Kleinen immer Fernsehen wollten und wir das nicht gut fanden. Wir haben sogar daran gedacht, den Fernseher zu verkaufen, aber das hätte das Problem nicht gelöst. Jetzt schauen wir immer gemeinsam mit den Kindern fern. Nachmittags eine Stunde, manchmal auch länger. Dann kann man auch besprechen, was man gesehen hat. Ich finde es sehr wichtig, dass man die Kinder mit den Medien nicht alleine lässt. Ende von Teil 4.